Maria Stuart ist zum Tode verurteilt. Auf Befehl unserer Herrscherin Elisabeth, Königin von England. Wie konnte es so weit kommen? Es gibt Neuigkeiten. König Franz ist tot. Eure Cousine Maria ist zurück, um Schottland zu regieren. Sie ist außergewöhnlich, Madame. Seht, sie ist bereit für den Krieg. Keineswegs. Ich befehlige zwar Heere, aber sagt Königin Elisabeth, dass ich für den Frieden bete. Ich hoffe, wir begegnen uns persönlich und vereinen unsere Schicksale. Ihr müsst der Wahrheit ins Auge sehen, Elisabeth. Sie hat Anspruch auf euren Thron. Ich soll meine Königsschwester beseitigen? Entweder herrscht Bürgerkrieg hier oder Bürgerkrieg dort. Es liegt eine Geißel über dem Land. Eine Frau mit einer Krone. Was sagt ihr, Bruder? Er ist uns treu ergeben. Nach Krieg herrscht keine Begierde. Dann entfachen wir diese Begierde. Wie grausam Männer sind. Ich habe einzig und allein versucht, das Land zu einen. Sie greifen schon nach meiner Krone. Eine Mörderin, eine Verräterin. Und eine Königin. Aber ich werde die Frau sein, die sie nicht ist. Wir schenken der Welt einen Erben für Schottland und für England. Niemand darf von unserem Treffen erfahren. Gebt ihr es preis, werd ich es leugnen. Seid meines Sohnes Patin, meine wahre Schwester. Maria ist unser Feind. Verlangt nicht, dass wir vor ihr niederknien, wie wir es vor euch tun. Du kannst kein Heer aufstellen. Wie oft hast du mir gesagt, ich könne nicht tun, was mir dann doch gelang? Spielt ihn nicht in die Hände. Ihr seid großherziger als die Männer, die ihr zu Rate zieht. Ihr achtet besser auf eure Worte. Ich lasse mich von einer Geringeren nicht zurechtweisen. Eine Geringere. Wenn ihr mich ermordet, ermordet ihr eure Schwester. Ihr ermordet eure Königin. Wie konnte es so weit kommen?